Hier geht es nur um das Einfügen eines Gleiswendels. Es gibt ja bei Version 15 einen neuen Gleiswendeldialog. Den schauen wir uns kurz mal an. Einfügen Gleiswendel. Mit diesem sehr übersichtlichen Dialog kann man jetzt auch zweigleisige Wendel einfügen, aber es sind nur runde Wendel erlaubt, beziehungsweise möglich, keine ovalen Wendel. Diese muss man manuell erstellen. Wie das so geht, werde ich jetzt hier kurz zeigen. Wichtig ist, dass ihr die neueste Version 15.04 drauf habt. Wenn nicht, geht es nämlich nicht so einfach, dann bitte das zunächst nachholen. Dann beginne ich einfach mal. Hier sollte nun der Gleiswendel ran. So, die Bogengleise, dann die Geraden. Einfach mal zwei Stück, dann wieder die Bogen. So, ihr müsst jetzt hier einfach mal einen halben Gleiswendel euch erstellen. Diesen legen wir gleich mal ins Tunnel, weil wir wollen ihn von unten nach oben zeichnen. Und nun sollte ein halber Wendel markiert werden und dann kopiert. Dadurch liegt er in der Zwischenablage und kann nun beliebig oft eingefügt werden, sodass man schnell zu einem Wendel kommt mit ovaler Form. Einfügen, zum Beispiel hier, übernehmen oder auch statt dieser Schaltfläche einfach auf die Tastatur STRG V drücken und wieder übernehmen. So, zum letzten Mal hier. Dann machen wir den Ausgang vom Wendel, fügen wir ein paar Gleise ein, setzen dann das letzte Gleis als Nicht-Tunnelgleis. Was jetzt noch fehlt, wäre der Steigungsverlauf, den können wir noch festlegen. Dazu Doppelklick auf das erste Gleis, Wechsel auf das 3D-Profil und wir legen hier noch eine Steigung fest, beispielsweise 2%. Sagen okay, und jetzt schauen wir mal das Ganze in 3D an. Ich denke mal, so sieht man es besser. Hier der Wendel, verdeckter Bereich, und hier drüben kommt das eine Gleis raus. Okay, danke, ich hoffe, es bringt euch was und ihr könnt jetzt ovale Wendel erstellen.